Halbfinale in der U17-Edition des Nike Youth Cup, dem Berliner Juniorenpokal. Gesucht wird der Finalgegner von Union Berlin und es ist ein hochkarätiges Duell. Hertha BSC Berlin gegen Hertha 03 Zehlendorf, U17-Bundesligist gegen U17-Bundesligist. Ben Stardai, der Sohn von Ex-Hertha-Coach Paul Dardai, musste erstmal auf der Bank Platz nehmen. Die Hertha-Bubis, wie die BSC-Akademie auf Instagram heißt, hatten eine richtig starke Saison und durften um die U17-Meisterschaft mitspielen und sie fingen gleich mal offensiv an. Linus Hechtfisch mit einer starken Parade für die Zehlendorfer und ja, Hertha BSC hörte gar nicht mehr auf, nach vorne zu gehen, versuchte die Verteidigung der 03er hier förmlich zu überrennen, aber Hechtfisch im Tor bockstark. Und das ganze Spielgeschehen hier ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich ihre Pokalsaison mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Bisher stehen sie nämlich bei einem Torverhältnis von 43:1. Mehr Offensive geht kaum. Angriff über rechts, Pass in die Spitze. Rölke verliert erstmal den Ball, kommt aber nochmal ran und dann ist es Marzer knapp am Tor vorbei. Hier nochmal zum Genießen. Rölke rappelt sich wieder auf, holt sich den Ball zurück und Marza ganz knapp am Tor vorbei. Die 03er, die kamen hinten überhaupt nicht raus. Ganz anders die Jungs von der Hertha BSC, die quasi nur im Sturm stattfanden. Chancen über Chancen, aber die Zehlendorfer Abwehr hielt stand. Und wenn wir schon vom Thema Chancenverwertung sprechen, da müssen die Herthaner aufpassen, dass sich das nicht noch irgendwann rächt. Jetzt mal die 03er, Pass aus der eigenen Hälfte. Elekwa, Seitenverlagerung. Und Mukai ganz knapp am Tor vorbei. Hier auch die Szene nochmal in der Wiederholung. Erst Elekwa mit dem Pass. Und dann ist es Mukai, der sich ein Herz nimmt und den Schuss probiert. 0:0 zur Pause. Die BSC-Jungs mit deutlich mehr offensiven Anteilen, aber eben noch keinem Tor. Und wenn ihr noch mehr Berliner Amateur- und Jugendfußball sehen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal, drückt die Glocke und seht euch zum Beispiel an, wie die Unioner im ersten Halbfinale gegen die Füchse gespielt haben. Nach dem Seitenwechsel machten die BSC-Jungs da weiter, wo sie schon in Halbzeit 1 zu finden waren, nämlich rund um den Strafraum der Zehlendorfer. Jetzt eine schnelle Spieleröffnung über die Mitte. Das gesamte 03er Mittelfeld gefühlt schon hinten in der Abwehr, setzt sich durch. Pass raus, Onoad, und der zieht einfach mal ab. 1:0, Hertha BSC Berlin in der 46. Spielminute. Chiloem Onoad erlöst die BSC-Jungs. Und wie, Strafraumkante und dann der Hammer in den Winkel. Starkes Tor. Und das setzte bei den BSC-Lern nochmal neue Kräfte frei. Einwurf, die 03er-Abwehr etwas unkoordiniert und Strassner, wieso nicht auch noch ein zweites von der Strafraumkante. 2:0 in der 47. Spielminute. Hier nochmal zum Genießen, Strassner verlädt den Gegenspieler und zieht einfach mal ab. Und Oliver Reis, den Trainer der U17, dürfte es freuen, denn nach aktuellem Stand dürfte er dann seinen Ausstand im Derby-Finale geben. Er wechselt zur kommenden Saison nämlich in die U19. Der BSCler für ihn kommt mit Stefan Schmidt, ein Ur-Berliner, der in der Jugend übrigens beim heutigen Gegner aus Zehlendorf gespielt hat. Und spielen tun hier vor allem die Jungs der Hertha, drücken aufs 3:0, Überzahl, Ablage von Trus auf Arkova. Aber Hechtfisch, der schafft es noch irgendwie an den Ball zu kommen. Und eins fällt auf, wenn sie sich das mal nicht von den Profis abgeschaut haben, die hatten nämlich eine sehr ähnliche Situation, sind aber nicht am Torwart, sondern an der eigenen Unfähigkeit gescheitert. Am Ende blieb es beim 2:0, die U17 von Hertha BSC Berlin steht im Finale des Nike Youth Cup und darf im Derby gegen Union ran. Zehlendorf hat gut gekämpft, aber am Ende hat es dann knapp nicht gereicht.